Schätze die Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Schweizer Zeitmagazin. Wir stehen jetzt ja in einem heissen Abstimmungskampf. Äh, es wird plakatiert, es wird, es wird wild und auf Plakatstellen treten die Standpunkte in Erscheinung. Äh, die COVID, das Covid-Thema bewegt die Leute außerordentlich und darum, wenn wir jetzt wo so der Abstimmungskampf auf dem Höhepunkt ist, äh, nochmals über die Abstimmung und das, wo äh, dahinter steht und was damit verbunden ist, diskutieren. Sie wissen, die Schweizer Zeit die vertritt Standpunkte, die an anderen Medien eher schwer haben. Also äh, an anderen Medien haben Sönig, die skeptisch sind der Covid-Reglementierung gegenüber, entweder schwer. Ich rede jetzt da mit einem prominenten Vertreter, der das Nein zu der Vorlage dezidiert vertritt in der Öffentlichkeit. Das ist der Herr David Drachsel, Präsident der jungen SVP eine von diesen Persönlichkeiten, wo die stark markant verantwortlich ist, dass die Jungparteien, nicht nur die Junge SVP, aber auch die Junge SVP, ich glaube, das kann man sagen, wesentlich stärker in Erscheinung getreten, als das so in den letzten paar Jahren der Fall war. ist. Herzlich willkommen, Herr David Trachsel. Also ja. Wir sind im Höhepunkt. Jetzt in den Medien liest man vor allem die Abstimmung, der Abstimmungskampf, der spaltet die Öffentlichkeit. Man sieht äh, markant auftretende Gegner, äh, Demonstrationen mit Tausenden von Teilnehmern, äh, man sieht aber auch, oder liest in Leserbriefen auch Leute, die scharfe Angriffe führen gegen die, wo das Referendum ergriffen und dafür verantwortlich sind, dass jetzt darüber abgestimmt wird. Herr David Trachsel, Präsident der jungen SVP, sehen Sie die Spaltung auch? Ich meine, hat SVP argumentiert mit dem Thema Spaltung. Sehen Sie die? Erleben Sie die was ist so Ihr, Ihr Standpunkt, so wenige, wenige Wochen bevor wir die Entscheidung treffen? Also zuerst mir danke für die Einladung. Also ich würde sagen, es wird vor allem ein rechter Teil unserer Bevölkerung, besonders auch die Jungen, abgespalten vom sozialen Leben. Also wenn du jung bist und jetzt sind äh, dummerweise du Befürchtungen äh, über die Impfung und das darum lieber nicht, nicht much machen möchtest, äh, dann kannst du zum Beispiel ins Kino äh, du kannst nicht in den Ausgang gehen, du kannst nicht ins Restaurant gehen. Wenn du noch Student bist, kannst du nicht einmal an die Uni gehen, äh, wenn du die nicht kostenpflichtig testen lässt. Äh, also, man wird wirklich eigentlich aus dem sozialen Leben herausdrücken. Das ist ein recht grosser Bevölkerungsteil, aus dem sozialen Leben. Ausgedruckt wird und, äh, und er wehrt sich natürlich oder? und er wehrt sich lautstark. Jetzt ähm, allgemein Spaltung, Ich habe das Gefühl, äh, es braucht doch mehr eigentlich Diskussion darüber, über wie kommen wir aus der Pandemie raus. Und dort äh, ist eigentlich weniger eine gespaltene Sache als eine Diskussion darüber, wer die bessere Ausstiegsperspektive bieten. Oder? Und ich, ich meine, die Diskussion müsste eigentlich mehr von, von einer Spaltung der Bevölkerung, weil eigentlich einfach eine Abspaltung von einem Teil ist, zu, hey, so, wer bietet die bessere Perspektive, um aus dieser Krise herauszukommen? Also, der, der Bundesrat da, oder mh, mich? Da kann man sagen, äh, spitzt sich das zu auf einen, auf einen Kampf Gimpfte gegen Nicht-Gimpfte. Also ich habe das Problem, oder in dieser Abstimmung geht es überhaupt nicht darum, ob die Impfung gut oder schlecht ist, ob man das macht oder nicht, für was Sinn macht, für was weniger Sinn macht. In der Abstimmung geht es eigentlich darum, wer bietet die bessere Ausstiegsperspektive aus mhm. dieser Krise mhm. Und was ist ihr jetzt, jetzt als Vertreter von der jungen SVP, von jungen Leuten? Wo offenbar skeptisch sind gegenüber dem Kurs vom Bundesrat, was ist ihre Ausstiegsperspektive? Also vielleicht müssen wir zuerst mal die Ausstiegsperspektive vom Bundesrat, vom Jolago mhm. widerlegen. Die sagen ja jetzt einfach noch ein bisschen impfen und dann sind wir durch. Aber das ist nicht so. Das Gesetz, das Covid-Gesetz, wenn das abgelehnt wird, ist das noch bis im März gültig. Sprich, alle, die sich dafür einsetzen für das Covid-Gesetz sind für einschränkende Maßnahme im nächsten Frühling, im nächsten Sommer. Es wird also keine Aussicht äh, geben, dass die Maßnahme einmal aufhört. Und tatsächlich ist mir ja von der Wirtschaft und der SVP zum Bundesrat gegangen und hat gesagt: "Dann gib uns doch ein Impfziel, Bundesrat. Der hat ein Impfziel rausgegeben und er hat mir weiter gefragt: Ja, und wenn und das, ist, das Impfziel das erreicht geißen? ist, das, das 80 Prozent äh, war das jetzt, mhm. da der bitte." Äh, äh, bei den bis 65-Jährigen und was, das ist schon entscheidend, oder? Und dann hat man eben gefragt: Ja, wenn das Impfziel erreicht ist, werden denn die Maßnahmen garantiert aufgehoben? Und dann der Bundesrat gesagt: Nein, das ist noch nicht klar. Und gestern habe ich gerade gesehen, ähm, da war eine Diskussion gesehen und da hat der Befürworter gesagt: Ja, wir sehen ja auch in Ländern wie Dänemark, wo die Impfquote hoch ist, dass wenn man öffnet dass es trotzdem noch Fallzahlen geht. Man muss also an der Maßnahme festhalten, auch wenn die Impfquote hoch ist. Und okay. das ist natürlich eine ganz aussichtslose Perspektive. Wenn man als Indikator für Massnahmen Fallzahlen nimmt oder eine geringfügige Auslastung der Spitäler, dann werden nur mehr oder weniger ewig in der Massnahmen verbleiben. Und das kann es nicht sein. Also, ich erinnere mich doch nicht falsch, wenn ich sage, also im Sommer, wo also das Impfen, äh, meine, ist ja sehr verzögert losgegangen, weil man hat zwar können, aber dann hat man gar keine Dose, Das ist ja noch ein großes Hin und Her in der ersten Jahreshälfte. Aber dann, wo es dann gelaufen ist, hat doch der Bundesrat per mal ausdrücklich gesagt, wenn alle die, wo sich impfen lassen, wollen, wenn die geimpft sind, dann können wir mit den Maßnahme aufhören da hat man natürlich auch gesagt, so, das ist ja logisch, denn genau. die, die Gimpften müssen ja vor den Ungimpften keine befürchtig haben Ze zijn ja geimpft. En die Ungimpften, die entscheiden zich frei. Ik wil aus meiner persönlichen Situation, en dat is van mij ook gar niet te kritisieren, entscheide ich mich. Ik impf mich niet. Also muss er natürlich auch ein Risiko tragen. En vielleicht zeggen, ja, ik wil ja nicht mit jedem in Kontakt komen. Maar dat gaat dan nach Selbstverantwortung. Das ist also das, Das Szenario stossen, oder? Also, das ist ein ganz entscheidender Punkt, den Sie ansprechen. Der Bundesrat hat schon diverse Versprechen abgegeben, die er ja selber nicht da gehalten hat. Ich erinnere hier auch an das Drei-Phase-Modell vom Bundesrat. Wir waren jetzt ja dem in der Normalisierungsphase. Warum sind wir in der Normalisierungsphase? Weil die Spitalkapazitäten ähm, normal gefüllt sind. Und das macht Sinn, dass wir in der Normalisierungsphase sind. Und in der Normalisierungsphase sollte man eben die Massnahmen abbauen. Was hat gemacht, der Bundesrat er hat die Massnahmen ausgeweitet. und jetzt mit einem Jahr zum Covid-Gesetz kämpft man dafür, dass wir eigentlich Massnahmen im nächsten Frühling und Sommer haben. Und das ist ja völlig perspektivlos. Und jetzt sagen wir von der jungen SVP, ihr müsst aufhören, auf die Fallzahlen zu schauen. Ihr, wir müssen als Kriterium die Immunisierung in der Bevölkerung nehmen. Was ist die Immunisierung? Das ist eigentlich die Impfquote und dazu gerechnet noch die natürliche Durchsuchung. Also die natürliche Immunisierung, wenn man der Kranken durchgemacht hat. Und eine Studie von der Swiss School of Public Health mit zwölf Schweizer Universitäten zusammen, die hat die Immunisierung gemessen. Und dabei ist herausgekommen, dass man in der Schweiz eben sehr eine hohe Immunisierung haben. Und bei der Risikogruppe, bei den über 65-Jährigen, haben wir Stand heute eine Immunisierung von fast 100 und damit ist es höchst unwahrscheinlich, dass zukünftig die Spitalkapazitäten noch einmal ausgelastet werden. Sind. Höchst unwahrscheinlich. Sprich, jetzt ist aufgrund von der Hochimmunisierung der Zeitpunkt, wo man mit rund und gutem Gewissen kann sagen kann, wir können alles für alle öffnen und kehren wieder zur Normalität zurück. Weil das Virus bleibt Realität, auch bei einer Hochimpfquote. Das sieht man im internationalen Vergleich, zum Beispiel Dänemark. Es bleibt Realität, es wird Fallzahlen geben, aber aufgrund von der Hochimmunisierung werden die Spitalkapazitäten nicht gefährdet sein. Das ist ein entscheidendes Kriterium, dass wir sagen Also jetzt müssen wir Schlussstrich ziehen, jetzt müssen wir Nein sagen, jetzt müssen wir zurück zur Normalität. Und es braucht das Volksneid zum Covid-Gesetz, um zur Normalität zu kommen, weil sie auch und macht die Massnahmen noch ewig. Also Das heisst ja, äh, die. Erkrankungen die bringen wir nicht vollständig weg, aber sie sind längst nicht mehr so gefährlich, als das man sie früher eingeschätzt hat. Genau, also es ist, warum ist es nicht gefährlich? Will man natürlich auch die Immunisierung haben in der Bevölkerung. Also es bleibt Realitätsvirus, falls wird es geben, aber es ist nicht gefährlich. Es wird Spitäler nicht mehr belasten, will man in der Bevölkerung sehr immun sind, weil wir eine recht Impfquote haben und eine hohe Durchsuchung der mhm. Bevölkerung. Und darum ist das medizinische Problem jetzt behoben und jetzt geht es nur darum, die Staatskrise zu beheben, die Bundesratsvollmachten die äh, wir haben, das unschweizerische und demokratische Regime. Es geht jetzt darum, den ganzen Schaden von diesen Massnahmen aufzuheben, aber auf das können wir wahrscheinlich noch sprechen. Jetzt mit dieser Haltung, die Sie vertreten, werden Sie von so und so vielen Medien und Medienleuten äh, einfach die pauschal, klaar, abschande. Ja, ze zijn de aanhanger van verschwörungstheorieën. Ik bedoel, de Uri Murer ingeladen daar, ik bedoel, ja, absoluut, uit mijn perspectief, harmlose, äh, wohemelende trijchler, die wo graag hebben wanneer ze kunnen trijchelen en zelfverstandig, zeker, äh, inderdaad, tot een patriotische deel van de bevolking horen en die schenken hem. Äh, äh, so ein äh, Streichlerhemd, so und er legt das an. Und ich meine, da sind also Kolumnen in die Ich gekommen. In völliger Ja, nein, das geht natürlich nicht. Jetzt ist ein Bundesrat bei den bei der Verschwörern, oder? Also bei den Weltverschwörern. Also, das ist untragbar als Bundesrat. Ich meine, äh, sie jetzt. Verschwörungstheoretiker, was sagen Sie denn da dazu? Also es geht. Ich persönlich habe das jetzt noch nicht so erlebt, äh, in die Verschwörungsecke äh, gesteckt werden. Und man sieht ja auch ein bisschen, und das stört mich auch in der medialen Berichterstattung um was geht. Es geht ja eigentlich immer doch ein um die äh, verrückten Ereignisse, das sind zermatt oder in diesem Altersheim daheimen da. Oder irgendwie, wo die Massnahmen gegen oder am vor dem Bundeshaus. Also, es geht immer um die verrückten Einzelereignisse in der medialen Debatte und zwar meine, sehr ist das, intensiv. Es wird ein verrücktes Einzelereignis. Es wird einfach offen stilisiert. Und das Problem ist, und das stört mich auch, es geht eigentlich gar nicht mehr um die inhaltliche Debatte über das Covid-Gesetz in den Medien. Mhm. Es geht gar nicht. Ja, meine, um, das, und das stört. Das, das, auf das, das, das ziele ich, ziel ich mit dieser Frage. Nicht? Genau, wenn man natürlich sagt, wenn man kritisiert und das begründet, warum man es kritisiert, und Sie haben es vorher in aller Breite dargelegt, dann sagen ja, Sie, Verschwörer, Verschwörer. So etwas kann nur ein Verschwörer sagen. Dann wird natürlich die Diskussion abgewürgt. Genau, die Diskussion wird abgewürgt. Oder? Die Medien tun das so, frame, dass eben die Ereignisse, die ich da haben, dass das so Spinner sind und die Spinner, die stimmen nein zum Covid Gesetz und alle vernünftigen die stimmen ja und damit hätten wir eigentlich die inhaltliche Debatte ähm, völlig abgelehnt. dabei soll es ja darum go wer bietet die bessere Ausstiegsperspektiven machen äh, die maßnahme Sinn stiften die Nutzen oder dün sie nur Schaden anrichten das war die inhaltliche Debatte aber um das es leider nicht wobei ich meine das dürfen wir ja auch ansprechen dass in dieser ganzen Kaskade von Vorschriften und Auflagen, die da gekommen sind, natürlich immer auch wieder seltsame Widersprüche auftauchen. Ich, ich mache ein Beispiel. Ich würde sagen, noch anfangs von Jahr war es eine klare Aussage, dass Kind, ja nicht der Impfung unterziehen. Kind werden zwar auch angestekt, machen das duren, aber hebben nachher een immuniteit. Natuurlijk, also, schwere Fällen gibt's fast niet bij kind, aber sie hebben nachher een immuniteit, die veel, veel besser is als wenn man impft. Und jetzt ist ja ein wahrer Impffeldzug da. In den Schulen werden ja da äh, organisiert organisiert einem Ausmaß, wo man einfach sagt, sich fragt, ja, haben sie denn überhaupt noch Schule? Bei all den äh, Kontrollmaßnahmen, die man da macht, und jetzt ist das urplötzlich, ist das absolute Wichtigkeit. Dass man, ich meine, jetzt ist gross gesagt wurde, in Amerika werden jetzt schon Zweijährige geimpft und so. Warum gilt das nicht mehr? Dass was, was, man vor einem halben Jahr, einem guten halben Jahr gesagt hat, die, die Kinder, wenn sie angesteckt werden, erreichen sie eine Immunität, wo sie wahrscheinlich wesentlich besser schützt, als jede Impfung kann schützen ja, das ist absolut die Willkür von der Politik. Die ist auch im Covid-Gesetz verankert mit dem Artikel 1a. Artikel 1a erlaubt dem Bundesrat jegliche Einschränkungen in Wirtschaft und Gesellschaft zu machen. Also mehr oder weniger kann machen, was er will. Und tatsächlich haben wir jetzt äh, mit dem Zertifikat in Kombination mit kostenpflichtigen Tests äh, der totale Impfzwang. Und gerade jetzt gegenüber einem Jungen, ich meine als Junge, der sieht jetzt Berichte darüber, dass in gewissen nordischen Staaten der Moderna-Impfstoff verboten worden ist, wegen zu vielen Nebenwirkungen. Jetzt wird ihm in der Schweiz verzählt, äh, nein, das ist kein Problem. Und jetzt steht er natürlich für die Entscheidung, welcher Behörde will er jetzt mehr Glauben schenken will. Und das Wichtigste war ja eigentlich, dass der Entscheid darüber, welche Behörde er jetzt Recht hat, soll ich mich impfen oder nicht, dann müsste eigentlich der Junge selber machen mhm. Aber der Staat tut ihm jetzt diesen Entscheid ab, indem er sagt, hey, wenn du es nicht schimpfen willst, dann wirst du aus dem sozialen Leben ausgeschlossen. Und wenn du nicht willst, aus dem sozialen Leben ausgeschlossen willst, musst du teure Testkosten zahlen, die du dir aber halt nicht leisten kannst, Junge. Oder? und äh, der Staat übernimmt äh, der selbstbestimmte Impfentscheid, äh, definiert was jetzt die allgemeine, äh, allgemeine Wahrheit ist in der Schweiz und, äh, und zwingt damit jede junge ähm, zur Impfung und das ist schon völlig unfair und vor allem auch sinnlos, weil die Jungen sind ja Pandemie irrelevant, oder? Also die Jungen, die landen ja nicht auf der, äh, auf der Intensivstation in den Spitaler, die tun das Gesundheitssystem äh, nicht belasten und darum ist äh, völlig unfair und sinnlos, dass man die Jungen jetzt so Impfung zwingen wird. Ich habe eingangs äh, erwähnt, als ich sie vorgestellt kann, dass es ihnen gelungen ist. Aber parallel dazu auch der Präsidenten von anderen Jungparteien, dass die Jungparteien plötzlich stärker ins Rampenlicht treten als äh, das vielleicht vor zwei, drei äh, Jahren der Fall war. Sie sind jetzt in mehreren Abstimmungskämpfen zurückgelegt, sind sie relativ prominent auftreten, man hat sie äh, an ja, Fernsehsendungen gesehen und so weiter. Wenn Sie jetzt vergleichen, was da so CO2 und was wir da so alles hatten, ist der Abstimmungskampf über Covid-Vorlag, ist das ein anderen Abstimmungskampf, als Sie es je erlebt haben? Wenn ja, was ist anders? Und äh, wie, ja, wie, wie sehen Sie das im Laufe yeah. der politischen Auseinandersetzungen, was Sie in letzter Zeit mitgemacht haben? Ja, yeah, ich würde sagen, es ist ein ganz anderer Kampf. Äh, rein von der Partei her könnte wir meinen es ist alles wie gewohnt alle gegen SVP so rein von der Partei her von der Bevölkerung aber merke ich, dass das viel, viel, viel durchmischter ist. Also das erste Mal in einem Abstimmungskampf, wo ich also wirklich unzählbar viel Zuspruch von links bekomme. Also von Mitte, links bis in Grün alternativ, alles Mögliche. W ihr, das Und das hatte ich bisher noch nie. Gehabt. Stimmt das, dass an dieser große Demonstration in Bern, jetzt vor etwa 14 Tagen, äh, dass dort es äh, ja keinerlei Störungen gegeben wie man befürchtet hat, von Seiten der Antifa. Nachher konnte man die Seite können lesen. Ja, die haben eben mitmarschiert. Darum hat es keine Störungen gegeben. Also, die linken junge Berner, also die, die so, so in den Reithalle Bereich gehören, die haben mitgemacht. Und, ich weiß nicht, sind Sie dabei gewesen? Sie, haben Sie das miterlebt? Stimmt das? Oder? Ich, ich bin dabei und Tatsächlich gibt es einen wachsenden Teil äh, unter der Linken, wo, wo das nicht mitträgt und wo gegen das Covid-Gesetz ist. Und ich kann es vielleicht ganz kurz zusammenfassen: Es gibt natürlich ein ganzes, äh, ein ganzes Argumentarium äh, für die Linke zum Nein sagen. Also das von da ab Menschenrechtsverletzungen, das geht weiter mit Diskriminierung. Von Minderheiten. Das geht weiter mit äh, Polizeigewalt oder so also, Polizeistaatsähnliche Zustände. Das geht weiter mit äh, der Niedriglohnbranche, die sehr betroffen sind. Also sind die niedrigen Löhne, die durch die Maßnahmenpolitik normal niedriger geworden sind, also eine Maßnahmenpolitik auf Kosten der Schwächsten. Also und das sind eigentlich alle Sachen wert, für, für die die Linke eigentlich eingestanden sind, oder? und, und sie merken. Ähm, ja dass man sich ja eigentlich auch jetzt wieder für das könnte einsetzen und drum der Adel von links da massiv gegen das Covid gesetz ich hatte jetzt auch gesagt äh, in der FDP also die die wo der liberale Rechtsstaat ähm, ähm, eigentlich wirklich noch schätzen die kommen auch alles wie mehr ins Neilager also, es ist die, die Parteigrenzen, die verschwemmen äh, recht stark in der Abstimmung. Auch wenn es rein von den Parteien her, oder was die sagen, eigentlich eindeutig ist. In der Bevölkerung sind die Grenzen sehr unklar. Und das ist das erste Mal. Und ich selbst das etwas mal ja. Ja. Äh, ja, das ist jetzt noch interessant, was sie. Äh, da von, der, von der jungen Linken sagen. Aber man muss schon sagen, es sind vor allem die Jungen, die da kommen. Also meine, von ja. Seiten der SP-Parteiführung oder so, erfahrt man nichts derartiges. Ja, es sind vor allem Jungen. Das zeigen auch die Umfragen. Das hat auch schon die Abstimmung am 13. Juni über das Covid-Gesetz gesagt. Es sind doch mehrheitlich äh, die Jungen, die das stark ablehnen. Oder? Weil es sind doch auch die Jungen, die besonders darunter leiden, unter den Milliardenschulden, unter der äh, psychischen Folgen unter der Aussichtslosigkeit der Zukunft, der schlechten Ausbildungs- und Arbeitsplatzsituation, ähm, unter der sozialen Trennung von den Freunden und Freunden. So. Das sind vor allem die Jungen, die darunter leiden und sagen: Hey, das ist keine Zukunft, und so kann man nicht weitermachen. Und dazu ähm, betrifft uns das Virus ja so gut wie nicht. Jetzt. Muss man feststellen, dass aus anderen europäischen Staaten, auch Staaten in der unmittelbaren Umgebung der Schweiz, also vor allem auch Deutschland, ist plötzlich wieder, ich will das nicht gerade sagen, Panik ausgebrochen, aber dort wird jetzt vermeldet, dass die Fallzahlen wieder steigen. Und, also ich meine, gerade in Deutschland, wo ja Ohnehin ein, äh, ein sehr rigoroses Regiment gehabt, ziehen jetzt die Maßnahmen schon wieder an. Äh, Wir nehmen sie das wahr. Haben Sie den Eindruck, die Zahlen, die da natürlich auch in der Schweiz verbreitet werden aus diesen Ländern, die könnten der Abstimmungskampf äh, eher beeinträchtigen? Also wenn Sie als Vertreter von der, von der Ablehnung dieses Gesetzes. Sie haben da einen Nachteil, wenn man jetzt die Zahlen aus der Nachbarschaft bringt und sagt, ja, das kommt wieder, das kommt wieder. Wir werden das gleiche haben im Winter, wie wir den letzten Winter hatten. Also vielleicht ist vielleicht noch wichtig, oder? Es kommt wieder, ja, es kommt tatsächlich. Wir müssen noch schauen, was kommt. Aber tatsächlich die Zahlen, die steigen wieder. Und äh, anhand von dem sieht man doch jetzt auch, auf, ich glaube auch noch für, für die Hinterletzte, die Massnahmen sind nicht im Stand, das die Pandemiegeschehen signifikant zu beeinflussen. Also wir haben den Lockdown. der hat nichts gebracht. Wir haben Länder mit knallhartem Lockdown, der höchsten Todesfall. Fallzahl, Todeszahlen. Wir haben Länder, die sehr liberal gelöst haben, Schweden oder wie auch die Schweiz. Und wir haben eher unterdurchschnittliche Todeszahlen. Jetzt haben wir das Zertifikat. Wir haben mit dem Herbst trotzdem Zertifikat. Jetzt haben wir das Zertifikat ausgeweitet und jetzt haben wir trotzdem ausgeweiteten Zertifikat wieder steigende Fallzahlen. Also die Zahlen gehen auf und ab, völlig unabhängig von diesen Massnahmen. Und da müssen wir einmal einfach können sagen: Okay, die Massnahmen die nutzen nichts. Der Schaden durch die Massnahmen, der liegt auf der Hand, der ist gigantisch. Also wir mit deren kein keinen nutzen grossen Schaden von den Maßnahmen. Die Maßnahmen aufheben. Oder? Das war mal... Das war das erste. Und jetzt zu dem, es kommt wieder. Ja, es kommt wirklich. Aber es kommen einfach Fallzahlen. Wie ich vorher schon gesagt habe: das Entscheidende sind nicht Fallzahlen, das entscheidende ist die Immunisierung in der Bevölkerung. Und weil die Immunisierung. Das wird eigentlich ist, noch geschaut zwischendurch. Ja? Werden eigentlich Fall? Also Fallzahlen. Fall, ein Fall. Ist es das Gleiche in Deutschland ein Fall, wie in der Schweiz ein Fall ist? Oder ist das noch individuell ja. definiert, was ein Fall ist? Ja, oder wird es dann medizinische, medizinisch-technische Angelegenheit? Teilweise wird das wirklich unterschiedlich gemessen und so, aber ich möchte mir nichts fest auf <laughs> diese Diskussion einlassen, weil man dann schnell riskiert, äh, in und zu landen. Und aber das aber auf wir. der anderen Seite kann also man sagen, also man, muss, man muss einfach schon ein sorgfältig hinterfragen, was habe ich da äh, einmal zu ja, ja, natürlich. Aber ich habe das Gefühl, ist. man kann es eben mit dem grundsätzlichen lösen. Und mit dem grundsätzlichen lösen heisst, die Leute sagen, steigende Fallzahlen brauchen uns keine Angst zu machen, weil entscheidend ist die Immunisierung in der Bevölkerung. Und die Immunisierung in der Schweiz ist sehr hoch. Und durch die hohe Immunisierung werden auch bei höheren Fallzahlen die Spitalkapazitäten nicht mehr gefährdet sein. Es wird also vielleicht steigende Fallzahlen, aber fast keine steigenden ähm, Spitaleintritt geben. Und darum sind wir jetzt in einem Zustand in der Schweiz, wo wir können mit rund um gutem Gewissen alles für alle öffnen. Wenn wir es jetzt nicht machen, können wir die Massnahmen auch für immer lassen, weil das Virus bleibt ein Stück weit Realität. Das ist eine, eine ernsthafte Perspektive. Wir können es für immer lassen, die Massnahmen. Ja klar, oder? Also, also we wenn wir einfach irgendeinen Fall, äh, äh, ein bisschen Fallzahlen von diesem von, von dem Virus oder auch von einem anderen Nimm das Indikator für Schließungen, dann wird man immer irgendeinen Grund haben zum, zum Schließungen und Maßnahmen machen. Also meine meine da damit Maskenpflicht auf ewig, äh, Pflicht, wenn man in den Beiz geht, dass man da muss sich ausweisen mit dem Handy und man muss von Zeit zu Zeit wieder erneuern, damit das noch gültig ist, was da im Handy ange angegangen ist. Also, Sie also meinen, ich meine er erstmal das, das, das kann jahrelang das anhalten. Also das Problem. Also natürlich ist das überspitzt gesagt, wenn ich sage auf ewig, oder. Aber es geht nur drum zum Aufzeigen. Ähm, es ist ja auch darum gegangen, dass es möglichst wenig Tote gibt. Okay. Dann ist drum gegangen zu schauen, dass die Spitalkapazitäten nicht überlastet sind. Ist in Ordnung. Aber das Problem ist, die Politik haltet an diesem Maßnahmenregime fest, selbst stehen, wenn wenn nicht mehr gefährdet sind. Die Immunisierung hoch ist und wir das medizinische Problem eigentlich im Griff haben. Und wenn Sie jetzt selbst jetzt zu diesem Zeitpunkt die der Massnahme festhalten und die über den nächsten März raus, nächsten Frühling, nächsten Sommer will anwenden dann frage ich mich einfach, wo das anführt, welche Perspektiven haben. Und darum braucht es jetzt unbedingt das Volksnein um zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt werden die Maßnahmen aufgehoben und wir waren jetzt zurück zur Normalität. Es braucht das Volksnein. Und Sie sagen, das bedeutet, jetzt werden die Massnahmen aufgehoben. Können Sie jetzt mal konkret sagen, was nach Ihrer Meinung muss passieren in der Schweiz, was die Forderungen sind, was Sie aufstellen, wenn es gelingt, diese Vorlage zu Fall zu bringen? Also wenn es ein Nein gibt am 28. November, was passiert dann? Also ganz konkret wird äh, werden die Teil des Covid-Gesetz wegfallen. Das heisst, die Massenüberwachung, die Schweizweite fällt weg, ähm, Das Zertifikat äh, fällt, weg. oder mit fallen Haufen Schäden in Gesellschaft und Wirtschaft weg. Auch der Artikel 1A, wo im Bundesrat äh, mehr oder weniger uneingeschränkte Macht gibt, fällt weg. Durch das ist natürlich. Äh, die Möglichkeit, dass er Massnahmen Maßnahme beschließt, die Legitimität dieser Massnahmenpolitik, ist natürlich viel geringer geworden. Und es ist eigentlich eindeutig, dass bei einem Nein zum Covid-Gesetz ist das auch ein Nein zu den Massnahmen. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Politik diese hat hätte sagen, okay, ein Nein zum Covid-Gesetz ist ein Nein zum Zertifikat, aber wir machen jetzt trotzdem andere Massnahmen. Oder? Da würde man komplett an der Bevölkerung vorbeipolitisieren, das kann man machen, aber dann wäre es nicht mehr einfach vielleicht eine Diktatur, dann wäre es eine offene Diktatur, weil man Volksentscheid nicht ernst nimmt. Aber ähm, so, wie ich das raushöre, ist eigentlich für die Politik klar, ein Nein zum Covid-Gesetz muss als Nein zu den gesamten Massnahmen verstanden werden. Jetzt, das Covid-Gesetz ist ja äh, zeitlich beschränkt. Also bis im März vom Jahr 2022 gehen die Massnahmen. Nach das, Ihrer, also, Meinung, Ihrer Meinung heisst es Nein am 28. November, Bundesrat. <laughs> Zögert es nicht aus bis im März. Am 29. wäre die Zeit, die mit, diesen mit diesen Streichungen zu kommen. Nein, es ist eben so, dass ähm, tatsächlich würde das ja jetzt im März auslaufen Aber, aber meine, es ist so, dass man jetzt. Man muss nicht bis im März warten. Man, man muss nicht bis nicht, im März nicht länger, oder? Oder, Aber das Entscheidende ist, jetzt kommt die Wintersession im Parlament und das Parlament wird das Covid-System mit aller, aller, allerhöchster Wahrscheinlichkeit verlängern sicher nochmal um ein Jahr. und äh, Darum setzen die sich ja auch so jetzt schon so vehement für ein Jahr ein. Weil sie eben nicht wollen, dass Ende März fertig ist, sondern will sie eben wann dass selbst nächsten Frühling und nächsten Sommer Maßnahmen gemacht werden können, können wir weiterhin ähm, das Zertifikat haben. Aber jetzt haben. muss ich noch eine ganz äh, bestimmte Frage stellen. Ich meine, wenn man etwas hätte feststellen während Zeit, in der Zeit, wo die corona maßnahmen gelaufen sind, dann von Seite des Parlaments die Abwesenheit. Das Parlament hat sich ja von diesen Massnahmen völlig an den Rand spielen lassen, hat sich ja monatelang eigentlich gar nicht dazu De bundesraad heeft zich op zijn volmachten beroefen en het parlement heeft zich gewoon lopen laten. Men heeft er eindelijk aan gehad. Zoveel so so parlementaren waren blij dat de bundesraad dat en dat zij niet verantwoordelijk tegenover de overheid moesten En nu komt het parlement en zegt maak nog verder, doe nog verder over de hoofden van het parlement weg regeren hier van Berne. Dat geeft dan aan om langzaam te denken wat het parlement daarvoor een rol heeft. spielt ja, Da haben zwei Erspekt in Sinn es wird ja immer wieder gezeigt, dass sau Mehrheit vor der SVPParlamentario damals im Parlament um Covid-setz in der Form nur zurückstummen han. Die sind aber der Vorausgange das. Dann die Massnahmen aufgehoben werden, wenn der mhm. impfwillige Teil der erwachsenen Bevölkerung geimpft ist. Das würde so auch im Covid-Gesetz stehen. Und jetzt da haben sie natürlich gemerkt, dass SVPler, sie sind da auf gut Deutsch gesagt, versäckelt worden vom Bundesrat und sind drum jetzt natürlich ziemlich geschlossen äh, gegen das. Und tatsächlich ich beobachte ich auch, ich finde es sehr befremdend, wenn sich eigentlich Parlamentarier für die Vollmachten vom Bundesrat mhm. einsetzen. Das Parlament sollte eigentlich ein Gegenpol sein. Zum Bundesrat. Und anstatt äh, der Gegenpol warnen unterstützt man eigentlich den Bundesrat in seiner Vollmacht. Und das ist sehr unschweizerisch, undemokratisch. Und äh, das muss man jetzt wenn ich das, sage, das Wort Gegenpol ist natürlich nicht ganz richtig. Das Parlament macht Gesetz Der Bundesrat ist die ausführende Behörde. Also, äh, das Parlament sagt, wo es durchgeht und äh, der Bundesrat muss dann das muss dann das ausführen. Also es ist nicht einfach so, da sind da zwei, wo äh, äh, ein bisschen anzelte Böller zuspielen oder äh, vielleicht einmal versuchen zu lasten vom anderen das Gold zu schiessen. wir haben eine klare Hierarchie. Das Parlament ist oberst und der Bundesrat ist ausführend. Gut, es ist halt schon so, dass das Covid-Gesetz vom Parlament gemacht worden ist. Oder? Die Verordnungen, okay, also, das macht das Bundesrat. sagen wir mal, von der Verwaltung im Parlament. Ja, ist gut, Leid, aber, ist. aber es, es hat mir so abgesegnet werden mhm. durch das Parlament, und Verordnungen die sind vielleicht nicht so ausgefallen, wie sich viele Parlamentarier gedacht haben. Aber jetzt wäre natürlich für das Parlament schon die Möglichkeit, würde es bestehen, um zu sagen: Nein, wir verlängern das Covid-Gesetz jetzt nicht. Oder? Wir, wir nehmen unsere richtige äh, legislative ähm, äh, Rolle äh, wahr und sagen: Nein, wir dürfen das jetzt nicht verlängern. Wir wollen jetzt eigentlich ähm, äh, Bundesrat klar machen, dass wir jetzt zurück zur Normalität wollen. Ja, die Möglichkeit wird bestehen und, und diese Möglichkeit müsste, müsste das Parlament unbedingt warnen. Und was passiert jetzt, wenn es ein Ja geben in der Abstimmung zu dem Gesetz? Also wenn das Covid-Gesetz eine Mehrheit der Bevölkerung könnte hinter sich scharen, was passiert dann? Ja klar, damit holt sich noch der Bundesrat äh, Legitimität für seine Maßnahmenpolitik, auch für seine Vollmachten. Und fühlt sich dadurch gestärkt, ähm, diese Art zu politisieren, jetzt noch länger weiterzuführen. Und ähm, damit nehmen wir mal in Kauf, dass wir jetzt eigentlich noch auf unbestimmte Zeit schädliche Massnahmen werden haben äh, auf Kosten von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie haben gesagt, das Parlament äh, sehe ich so quasi auf der Schwelle, äh, diese Massnahmen zu verlängern. Äh, kann, kann man die, Ihre Antwort so interpretieren? Wenn es ein Nein gibt zu dem Gesetz, dann wird das Parlament sich nicht getrauen, im Dezember zu sagen, nein, wir machen es aber gleich weiter. Wenn es ein Ja gibt, dann wird, wird es eine Fortsetzung geben. Also, dann wird äh, das Gesetz formal zwar am Ende, Ende März vom nächsten Jahr auslaufen, aber man hat bis dann beschlossen, dass es weitgehend gleiches Gesetz gerade anschließend dann äh, läuft. Ja, also, das ist jetzt sehr technisch. Also bei einer Ablehnung würde all die problematischen Teile des covid gesetzes über die mhm. wir jetzt ja abstimmen, Bundesratsvollmacht, der Covid-Zertifikat, Massenüberwachung, dieser Teil würde spätestens im März wegfallen. Mhm. Und zwar ähm, mehr oder weniger für immer. In, also in, in mhm. dieser in der, in der Form. Würde sie wegfallen. Äh, und bei Major ist ähm, eigentlich alles offen. Also bei Major, ähm können wir könnte das verlängern, wir können die Verlängerung wieder das Referendum ergreifen und so könnte das zum Ausspiel eigentlich ewig weitergehen. Oder? Aber das kann es einfach auch nicht sein. Äh, jetzt ist der Zeitpunkt zum Nein sagen und äh, und Argument zum Nein sagen sind meines Erachtens sehr gut. Auch gerade dank der Hochimmunisierung in der Schweiz, durch, dass wir das medizinische Problem im Griff haben, wie wir jetzt Nein sagen und, äh, und nicht auf später warten. Jetzt noch mal eine Frage, die. sich speciaal als u richtet als president van een partij van jongen, hebben sie de indruk in denne goed anderhalf jaar, wie die corona nu jetzt en äh, vor allem bij veel jongen, op weerstand en op abberwillen stoosend, is Schweiz in denne anderhalf jaar een ander land geworden, als sie gsi Bevor die Corona-Geschichte angefangen hat, wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, also man sieht natürlich jenste Verwerfungen, die Verwerfungen in der Wirtschaft, also Leute, die wirtschaftlich leiden, man sieht Verwerfungen in der Gesellschaft. Ähm, Ein grosser Teil der Gesellschaft, wo aus dem sozialen Leben Ausgestoßen werden. Und die wichtige Frage dahinter ist ja, wie finden wir zurück zur Einigkeit? Ich meine, und, und das äh, ist eine, ja. nicht. Leute, die ausgestoßen werden aus der Gesellschaft. Jetzt sagen wir mal, Junge, die ausgestoßen werden aus, aus der Gesellschaft. Ich meine, ist das nur ein Persönliches, etwas, das die persönlich trifft? Oder ist das etwas, das abfärbt eigentlich aufs, aufs Land insgesamt? Also, tut sich die Jugend verändern? Autoritäten gegenüber, will sie, sie das erlebt. Das, ja, das ist also die was hier ja schon nicht? stattfindet, ist, mir doch eine einen ganzen Leute, die ähm, regierungskritisch sind, durch die Verbandung aus dem gesellschaftlichen Leben, zwingt man die fast dazu, dass die gar nicht teilhaben an dem, was passiert in der Schweiz. Also Leute, die einfach mit allem, ähm, allem abschaltet. Ich sage, ich lese keine Massenmedien mehr, ich gehe nicht mehr wählen, äh, ich mache das nicht mehr mit, ich verabschiede mich, ich schaue einfach nur, dass es mir irgendwie einigermaßen gut geht, und fertig, Und äh, das ist natürlich äh, sehr gefährlich für eine Demokratie, für ein Land, das wo, ähm, wo äh, darauf aufbaut, dass eben alle einbezogen werden, dass äh, alle Interessen irgendwie abgebildet sind, dass sich so ein grosser Teil das so abspaltet. Das ist dann, gibt dann am Schluss auch fast eine gewisse Regierungsunfähigkeit. Oder? Weil einfach äh, ein gewisser Teil ist einfach nicht, ist, ist einfach nicht mehr einbezogen. Oder? Und das ist sehr, sehr gefährlich. Und man unbedingt darüber nachdenken, wie wir zu dieser Einigkeit wieder zurückfinden, wie wir ähm, alle Leute wieder in das äh, demokratische System Schweiz integrieren. Und das ist ein wichtiger Punkt. Es gibt eben zwei Ansätze, wie wir so Einigkeit finden können. Und der eine Ansatz, das ist eben der autoritäre, der Steuer, den der Bundesrat vorschlägt. Da sagt, Einigkeit ist dann, wenn wir uns alle kritiklos unter die Bundesratsvollmachten stellen Wir dürfen einfach kritiklos die Vollmacht akzeptieren, die akzeptiert akzeptieren, die Firmenschließungen, die Milliardenschulden. Und das ist natürlich der autoritäre äh, Ansatz, den man in anderen Ländern beobachten kann. Die Bevölkerung ist, man könnte meinen, einer eine Meinung, aber es, ist, äh, aber es ist natürlich nur eine Schein-Einigkeit. Und die andere Möglichkeit, wie wir zur Einigkeit könnte, äh, zurückfinden können, ist, indem wir die Leute wieder in Selbstverantwortung und in die Freiheit überleben und so wieder Ruhe in die Gesellschaft bringen und äh, so wieder alle an den Tisch von direkter Demokratie zurückbringen. Wenn Beobachtet was mit äh, Veranstaltungen passiert, dann stellt man schon einen markanten Unterschied fest in Bezug auf die Beteiligung. Ich meine, man könnte anfangen bei den Delegiertenversammlung, Schweizerischen Delegiertenversammlungen von der SVP. Das weiß die ganze Schweiz, sieht man im mit dem Fernsehen, grosse Veranstaltungen, mehrere hundert Leute. Jetzt stellt man einfach fest, wenn man das Abstimmungsresultat sieht, es sind etwa 100 bis 150 weniger als sonst, also vor der Corona-Zeit, Wenn Sie öffentliche Veranstaltungen machen zu irgendwelchen Themen, wo Sie ein bisschen einen Erfahrungswert haben, wie viel das da sind, dann stellen Sie fest, es sind etwa halb so viele, die jetzt kommen. Also, es ist äh, wesentlich schwieriger, Politik öffentlich zu diskutieren, als es vorher war. Ich habe auch gehört, dass es bei Sportveranstaltern, also die so Stadtläufe und so Sachen organisieren, dass die sagen, also letztlich hat mal einer gesagt, es kämen noch ein Drittel von denen, die in anderen Jahren gekommen sind. Ich meine, da muss man doch sagen, das ist dann schon etwas, wo doch noch relativ einschneidend ist, dass einfach so und so viel, also eine wachsende Zahl, eine grosse Zahl von Leuten, also ich gehe überhaupt nicht mehr an. Bei schaue ich bin daheim, ja. scha scha vielleicht noch im Fernsehen oder schaue in meinem Maschineri da luege, was gerade so läuft in der Welt und so und bisschen, äh, da spielen mit Antworten und weiß ich was. Aber die Vereinzelung der ja. also das, das, hat, das, hat, das hat schon markant zugenommen. Ja, ich habe gesagt, zum einen ist dass Leute es einfach nicht möglich für möglich zum mhm. gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ähm, und andere sind wahrscheinlich tatsächlich so verängstigt, äh, als Angst, dass ja. sie Kontakt zu anderen Leuten meiden. Und dodra ist natürlich ähm, die mediale Panikmacherei maßgebend schuld. Also, wird wir beobachten, das? Das, beobachten das auch jetzt, oder? Obwohl man eigentlich äh, ganz normal die Spitäler haben und äh, mhm. keine Erhöhung der äh, äh, Zahl auf den Intensivstationen, wird wieder Panik gemacht wegen irgendwelchen Fallzahlen, oder? Ja, und, das, und das Konzept, mhm. das wiederholt sich jetzt schon über eineinhalb Jahre. Und irgendwann, äh, wenn sich etwas so oft wiederholt, glaubt man es auch einfach. Und das ist natürlich. Ähm, das ist eine untragbare Situation. Ich kann mir vorstellen, dass es aber auch noch recht lang wird gehen, bis das wieder kalt mhm. ist. Mhm. Man hat ja jetzt vor ein paar Tagen, noch mit mit großen zur zu kennen, ist genau das äh, Zahl der Verstorbenen im Jahr 2021. Also wo wir ja wirklich im, im Winter, am Anfang, haben wir ja gesagt, ja, dass ein wahnsinniger Höhepunkt von der Corona-Geschichte. Die ist tiefer als manches äh, Jahr vorher. Ja, es macht noch ein Stück weit auch Sinn, oder? Es sind natürlich ähm, im Jahr 2020 sind natürlich gewisse Hochbetagte Leute e früher vor uns vor uns gegangen, ähm, wie das immer normalen Jahr gesehen und äh, durch das, die ein etwas früher gegangen ist, ist dann natürlich im Jahr 2021 die Sterblichkeiten mm. wieder ein bisschen zurückgegangen. Äh, zurück also, das, ähm, die Zahlen machen Sinn. Ja. Mm. Jetzt, äh, wir stehen ja in einer Abfolge von Volksabstimmungen. Also, wir haben das, äh, das Covid-Gesetz. Erleben eine chli seltsame Rolle, die, die Medien spielen äh, zu dem Covid-Gesetz. Also sehr, sehr einheitlich sind die Stellungnahmen. Äh, rund drei Monate später stimmen wir dann über die Medien ab. Da kommt das Medienförderungsgesetz zur Sprache. Haben Sie den Eindruck, die Medienförderungsfrage hat einen Zusammenhang mit der Covid-Frage. Also geht das irgendwie dann gerade weiter oder hat, äh, spielt spielt der Rolle, dass die Medien darauf spanien, dass sie dann Subventionen überkommen und sagen, ja jetzt müssen wir erst recht für den Bundesrat sein, dann nachher kommen wir auch recht über. Sieht man da einen Zusammenhang? Meine, die Medien spielen eine sehr spezielle Rolle in dem Abstimmungskampf. Und nachher müssen sich die Medien selber der Abstimmung stellen. Man kann sich fast nicht vorstellen, dass die sich da nicht etwas überlegen. Ja, also hier eine kleine Anekdote dazu. Ähm, es wird immer gesagt, ja, es ist schon ja gar keine Jo-Kampagne sichtbar zum Covid-Gesetz. Mhm. Uh, ich erwidere dann immer, es ist die größte Jo-Kampagne im Gang, die es je gegeben hat. Und zwar die 24-Stunden-Kampagne der Schweizer Massenmedien. Es mhm. braucht ähm, also ich mein gar kein Jo-Komitee, mhm. weil die Medien machen die ganze Arbeit. Für den Bundesrat. Und da sind wir jetzt mal ein bisschen in den Geschmack gekommen, wie es rauskommt, wenn die Medien nicht mehr, äh, nicht mehr zusätzliche Gewalt sind im Staat, sondern einfach die Gewaltexekutive, Bundesrat ähm, kritiklos unterstützen. Und was jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, einfach mal passiert ist, würde natürlich. Mit einer staatlichen Förderung von Medien noch zementiert werden. Das ist klar. Also, wenn man die Medien durch den Staat auf werden sie zu Staatsmedien. Und die Beträge sind gigantisch. Also, wir reden hier von 178 Millionen mal Direktzahlungen. Und dazu kommen noch andere Erleichterungen. Und äh, das sind natürlich Summen, äh, die dazu führen, dass sich natürlich Medien es äh, nicht mehr werden wollen leisten, ähm, gegen den Staat zu schreiben. Also. Mit anderen Worten, Sie, Sie sehen schon einen ziemlich direkten Zusammenhang zwischen <laughs> meine, Klar, Sie sagen, das ist die größte Ja-Kampagne, die je gemacht worden ist in diesen Medien. Und ja, natürlich schon nicht nur die elektronischen Medien, sondern die druckten Medien von der großverlage ja auch. Ganz klar. Oder also wirklich unisono äh, im Bundesrat, man kann sagen, ja, absolut. Also die Einschätzung teile ich zu 100 Prozent. Und ich kann auch schon jetzt davon ausschicken, ähm, dass Medienförderungsgesetz, das wird ja im Februar, Fe ja. Ähm, zur Mit Februar Mitte Februar zur Abstimmung kommen. Und das wird auch unser Schwerpunkt in den nächsten drei Monaten sein. Also Staatsmedien, das ist etwas äh, dermaßen unschwitzerisch und undemokratisch, äh, dass wir bekämpfen und äh, verhindern versuchen. Gut, interessant. Nimmt mich dann Wunder, ob, äh, wie, wie wird dann der Selbstabstimmungskampf abstimmungskampf mehr befruchtet, wenn es ein Ja gibt, wo man kann sagen also die Medien haben sich stärker gewesen, ausgewiesen als all die, die äh, abertausenden Freiwilligen, die jetzt da wild plakatieren in der Schweiz. Ich meine, das ist ja natürlich schon auch ein Erlebnis, wenn man sieht, in welchem Ausmaß jetzt in der Schweiz Plakatiert wird, da Fähnchen aufgehängt wird, da Häuser äh, und so weiter. Und dort ist dann äh, das ja naja praktisch äh, allein existierend. Also, das Neue gegen das Mediengesetz, da wird es noch schon ein bisschen, ich nehme an, ein bisschen andere Kräfteverhältnisse geben, wenn man die Parteienlandschaft anschaut. Äh, es ist schwer davon auszugehen, dass äh, sehr ein sehr grosser Teil der FDP, äh, angeführt wahrscheinlich von den Jungfreisinnigen, gegen das Medienförderungsgesetz wird sein. Also im bürgerlichen Block, wenn ich das mal, wird man sich wahrscheinlich einig sein, das ist abzulehnen. Ja, die Regierings der, Aber der, im Parlament ist es durchgekommen. Ja, aber es gibt also schon gewichtige Stimmen ja. Rudi Noser und so, wo, wo das dezidiert ablehnen da und wenn wir jetzt die neue Führung von der FDP ansehen, also dann kann man auch noch Präsident, hoffen. Der neue Präsident, der ist da, der ist klar dagegen gewesen. Das ist klar dagegen. Gut, mhm. das ist noch flexibel, oder? wie alle, die in solche Positionen kommen. Aber es ist davon auszugehen, dass ein, dass ein rechter Teil der FDP dagegen sein wird, zusammen mit der SVP. Der regierungskritische ähm, Teil der Bevölkerung, der jetzt auch gegen das Covid-Gesetz ist, wird auch ganz sicher gegen das Medienförderungsgesetz sein. Was ich aber erwartet ist, dass der Widerstand von links. Ähm, der wird sicher geringer sein beim, bei den Medien, oder? Also, dass die Linken eher sagen, oh nein, ist schon ja gut, wenn jemand Geld bekommt, oder? Ähm, vom Staat, also die, die jetzt sagen, du, das geht nicht mit den Menschenrechten, mit dieser Diskriminierung, mit dieser Polizeigewalt, die werden dann eher Ja sagen zum mhm. Mediengesetz. Also, das sind eigentlich die einzige Gruppe, die ich das Gefühl habe, wird ins Ja-Lager kommen. Sonst habe ich eher das Gefühl, dass eigentlich mehr ins äh, Nein-Lager wechseln werden. Oder? Jetzt findet ja wieder Umfragen statt und aufgrund von diesen Umfragenergebnissen, die man bis jetzt gehört hat, äh, st steuern die Vorlagen eine ungefährdeten Ja entgegen, also sogar eine sehr hohen Ja-Anteil. Wie haben Sie diese Umfrageergebnisse aufgenommen? Also gut, ich erinnere schon daran, äh, vor der Abstimmung am 13. Juni, Hat's zwei Wochen vor der Abstimmung von Tamedia Media der der anteil würde bei 29% liegen. Und am Abstimmungssonntag, also zwei Wochen später, ist schon bei 40% gelegen. Also, man doch doch satte 11% daneben gelegen. Und ich nehme an, dass mir jetzt wieder ähnlich, wenn ich noch mehr daneben liege, weil ich gehe davon aus, dass, äh, die Mobilisierung des lager noch mal besser sein wird als damals. Sprich die, Umfrage, die Umfragen, die sagen so noch nichts aus. Entscheidend wird sie. Führt man jetzt noch die inhaltliche Diskussion über den Ausstieg aus der Pandemie, wenn die Diskussion geführt wird, habe ich das Gefühl, haben wir die deutlich bessere Argumente und das zweite wichtige wäre, besser mobilisieren. Und ich Gang der dass das Nein-Lager viel besser mobilisieren wird, Visionlage. Äh, darum ist meines Erachtens alles noch offen. Wie stehen Sie überhaupt zu diesen Umfragen? Ist, sind die Umfragen Teil von der Kampagne oder sind sie losgelöst von der Kampagne? Objektive Feststellungen? Ich meine, man kommt ja auch also, immer noch darauf an, was für Fragen das da gestellt also es, werden. Es, es gibt ja Leute, die sagen, ich glaube gar nicht mehr. Ich tendiere immer dazu, ich glaube lieber etwas zu viel. Also sprich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die tamedia umfragen dass die so wie in der vergangenen Jahre immer gleich gemacht wird und dass die eigentlich bemüht sind, ähm, ein realistisches äh, Resultat zu bringen. Ich bin aber der Meinung, dass äh, die Umfragen nicht imstand sind, das neue Potenzial beim Covid jetzt richtig einzuschätzen, weil da gibt es so viele Leute. Die noch nie sind, abstimmen, wo auch nicht groß in diesen Massenmedien unterwegs sind. Und das Nein-Potenzial können die irgendwie nicht richtig erfassen. Und ich, glaub, ich kann mir nur hm. drum und die Mobilisierungskraft des nein kann nicht richtig erfasst werden. Und ich kann mir nur so erklären, warum in der Umfrage der nein teil immer viel kleiner ist als am Schluss in der Abstimmung. Kann das auch damit zusammenhängen? dass man ja eben also die Polarisierung hat, indem man Gegner mit Weltverschwörern und sonstigen komischen Gesellen in Verbindung bringt, dass Leute, die angefragt werden, in so eine Umfrage, sagen, ja, ich sage das, wo de wo höre, Stimme, Stimme ich ja dann so, wie ich will. Also dass er einfach sagt, ja, ich will mich da nicht in Diskussionen ila. Ich, ich sage einfach, was dem gefällt und, und im Übrigen machen, was er will. Ja, also sicher sehr stark ist der Effekt, wenn man telefonisch fragen tut. Oder mhm. wenn man mal anläutet, mhm. bist du der Führer dagegen? <laughs> das sagt er ja, man müsste ja eigentlich dafür sein. Also sage ich dafür, aber am Schluss stimmt er nein. Äh, die Umfrage wird jetzt aber stark online gemacht. Das ist der Effekt sicher schwächer. Aber, ähm, es redet, Politologen reden davon, dass es den Effekt immer noch gibt, mhm. dass man in einer Umfrage politisch korrekter macht und in der Abstimmung das, was man ähm, eigentlich denkt. Also nach wie vor sehr wichtig, dass man geheim äh, können abstimmen können und ja, jeder nur vor sich selber muss verantworten muss, was er da macht. Wir kommen langsam zum Schluss. Können Sie, sagen wir etwa eine noch mal, in einer Minute nochmal zusammenfassen, Ihren Standpunkt, warum das Nein das Richtige ist, nach Ihrer Meinung, in dieser Abstimmung? Der Bundesrat und das Lago geben uns keine Perspektive, wie wir aus diesen Massnahmen Rauskommen. Selbst wenn man nein zum Covid-Gesetz wird, das Gesetz bis im März gelten. Siola kämpft auch mit für einschränkende Massnahmen noch nächsten Frühling, nächsten Sommer und will eigentlich noch für längere Zeit an diesen schädlichen Massnahmen festhalten. Und wir sagen, dass die Immunisierung in der Bevölkerung, die ist jetzt so hoch, dass die Spitalkapazitäten nicht mehr gefährdet sind und wir drum mit rundum gutem Gewissen jetzt alles für alles, alles für alle können öffnen und zurück zu zur Freiheit und Selbstverantwortung. Und ein Nein zum Covid-Gesetz ist die einzige direktdemokratische Möglichkeit, wie die Bevölkerung, die Politik hat, äh, sagen mehr wir jetzt aus diesen schädlichen Massnahmen rauskommen, mehr wollen zurück zur Normalität. Und darum braucht es jetzt das Volksnein. Danke vielmal. Danke, David Traxl, Präsident der jungen SVP, wo hier einen jungen bürgerlichen Standpunkt zum Ausdruck gebracht hat. Besten Dank an das Aufnahmeteam, das diese Sendung möglich gemacht hat. Sehr geschätzte Zuschauer, im Moment ist es leider so, dass Sie die Sendung nur über www.schweizerzeit.ch empfangen dass sie nicht anders kann, ausgestrahlt werden Das ist ein äh, vorübergehender äh, vorübergehende Vorgang. Sobald es irgendwie geht, werden wir auch wieder über einen Sendekanal äh, an Sie gelangen. Ich verabschiede mich von Ihnen, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich verabschiede mich von denen, wo, sich den wo der Standpunkt schon klar ist für die Abstimmung. Und ich verabschiede mich von denen, wo noch darüber nachdenken und noch das Pro und Contra abwägt. Ich glaube, eins ist wichtig bei dieser Abstimmung, weil jeder betroffen ist und weil es persönliche Freiheit von jedem einzelnen Menschen betrifft. Gehen Sie abstimmen, nehmen Sie teil an dieser Auseinandersetzung und werfen Sie Ihr Gewicht in die Waagschale. Sendungen gibt es weiterhin immer am Zabig Vom Freitagabend an kommt die neue Sendung vom Schweizer Zeit Fernsehen über www.schweizerzeit.ch. Damit danke vielmals für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Mal. Haben Sie noch einen guten Abend. Auf Wiedersehen miteinander.